Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir müssen jetzt eben kurz abwarten, bis wir nicht mehr am Schweben sind. Wenn wir hier drunter durch können, weil wir den Abschnitt noch erkunden wollen. Und dann auch noch Richtung hier Osten auch noch weitergehen wollen. Ich habe keine Ahnung, wie groß das ist. Hier alles. Aber wir haben auch schon den Verdacht, dass hier drei Räume sind. Vielleicht müssen wir hier irgendwo überall einen Schlüssel finden, der für eines dieser Türen ist. Entschuldigung. Und in einem dieser Türen ist vielleicht noch ein Schlüssel für die andere. Und dann noch ein Schlüssel für eine andere. Und in dem letzten davon ist vielleicht hier der Hammer, glaube ich, war das. Irgend so ein Hammer mussten wir finden. Und sobald wir einen Schlüssel gefunden haben, gehen wir auch sofort darüber und versuchen da mal durchzukommen zu einer der Türen. Wer weiß, vielleicht habe ich mit der Theorie recht. Oder vielleicht ist in jedem davon irgendwie irgendwas, das man betätigen muss. Obwohl, bisher hatten wir hier noch nichts betätigen müssen. Ja, ich denke... jetzt können wir schwimmen. Also... Wahrscheinlichkeit ist auch sehr hoch, dass wirklich wir eines dieser... Was hat da gebrummt? Bestimmt wieder so ein Dingens hier, so ein Höllenhund. Und ja, auf jeden Fall die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass ich mit der Theorie recht habe, dass wir für eines der Türen einen Schlüssel brauchen und da der nächste Schlüssel ist. So, dann machen wir... Warte, wo genau sind wir jetzt? Hier waren wir noch gar nicht. Gehen wir mal hier hin. Also ich hoffe wirklich, dass ich mit der Theorie recht habe. So, hier gehen wir mal wieder hoch. Hier waren wir sogar schon, aber da drinnen noch nicht. Ja, genau. Wieso ist mein Shielding weg? So. Ist hier sonst noch irgendwas? Nö, aber den Raum waren wir noch nicht und den glaube ich auch noch nicht. Gehen wir mal hier durch. Ich hatte schon den Verdacht gehabt, wir werden wieder diseased. So, jetzt nochmal schauen. Genau, den Raum waren wir nicht. Aber den hier im Norden waren wir wirklich noch nicht. Ah, oh, da ist noch einer. Und hinter mir war auch noch einer. Warum sind hier so viele von denen? Yay, immer wieder ein Schatz. Und ein Crystal. Aber hier ist leider kein Schlüssel. So, dann wollen wir die andere Seite mal und schauen, was wir da finden. Abgesehen von dem Geist hier. Jo, wieder eine Leiche. Auch mit Crystal. Aber ich finde es gut, dass wir immer Crystal finden.
glaube, wir waren in den Räumen doch schon hier vorher. Vor ein, zwei Folgen. Bitte nicht paralysieren, ja? Ich stehe da nicht so drauf, paralysiert zu werden. So, nochmal Shielding. Heal of True. Oh, komm, egal. Treffe ich die überhaupt? Ja. Die hatten nichts. Boah. Dass die direkt vor mir spawnen. So. Hier gibt's auch nichts. So, dann mal schauen, wo wir hin müssen. Nee. Ich wollte wieder mit Rechtsklick versuchen, hier rauszukommen aus dem Map. Und hier. Aber wir gehen hier durch. Wir schwimmen mal ein bisschen. Entweder sind das Skelette oder Medusa. Waren wir dahinter? Das ist wieder dieser eine Gang. Ja, das sind die Skelette. Die hören sich aber auch oft ähnlich an. Da liegt ein Toter, oder? Ne, ist nur ein Skelett. Bei diesen Skelettgeräuschen hört man auch die eigenen Schwertklingen nicht mehr. So. Waren wir hier? Ja, genau, hier kamen wir gerade. Dann gehen wir mal da durch. Hallo? Ich wollte schon sagen, warum bewegt sich das Schwert nicht mehr? Da wollen wir jetzt mal noch nicht. Ah, bleibt aber nichts anderes über, ist da lang. Vielleicht hier erstmal nochmal ein Save Game machen. Bevor das Spiel oder OBS mir wieder abschmiert. Obwohl bei dem Spiel ist es mir noch nicht passiert, dass der mir abschmiert. Doch einmal, ganz am Anfang irgendwann. Alter, was gibt's hier alles drin? Aber Schlüssel ist hier keiner. Das war jetzt ordentlich, was ich hier jetzt bekommen habe. Okay, aber ja, uns bleibt nichts anderes über. Außer hier nochmal. Dann vielleicht nach Norden zu schwimmen. Oder da lang. Ja, komm, dann schwimmen wir ein bisschen weiter hier rum. So. Komm, wir gehen mal da durch. Oder schwimmen hier durch, besser gesagt. Wir gehen mal dahin. Hier sind wir sicherer. Komm mal hier. Oh, Schlüssel! Emerald Key, Smaragdschlüssel. Ist das der Schlüssel? Komm, wir suchen uns jetzt den Weg darunter. Ich will es jetzt wissen. Wie kommen wir nochmal dahin? Wir gehen hier Richtung Süden, dann hier durch. Und dann nochmal Richtung Süden. Hä, wo waren die denn? Ah, okay. Einen Schlüssel haben wir auf jeden Fall. Von bisher drei Türen.
Und jetzt können wir die Theorie rausfinden, ob sie stimmt. Ob wir da wirklich dann in den Räumen da noch einen Schlüssel finden für die andere Tür. Oder, was auch geil wäre, wenn wir hier drinnen zwar einen Schlüssel finden, aber dann für einen anderen Raum hier irgendwo das versuchen müssen. Und ich habe trotzdem auch irgendwie den Verdacht, vielleicht liege ich auch komplett falsch. Vielleicht ist das deutlich simpler, als ich mir das vorstelle. Dass das nur ein Wunschdenken ist, dass das genau so ist. So. Genau, hier jetzt geradeaus durch. Genau, bis zum Wasser und dann hier Richtung Süden. So südwestlich immer ein bisschen. Was willst du jetzt? So, ich glaube gleich nochmal Heal True und Shielding. Ja, haben hier schon gedacht, dass hinter mir auch noch einer ist. So, hier haben wir das Wasser. Jetzt Richtung Süden. So, genau. Hier jetzt Richtung Süden. Dann wie war es hier nochmal? Ah, wir können auch hier rum und dann durch diese Tür. Und dann eine davon ausprobieren. Die beiden oder den da ganz hinten. Wo wir auch einen ganz komplizierten Weg hatten. Vielleicht auch mal hier Ausdauer nochmal hier. Stamina auffüllen. Und noch einmal. Wäre vielleicht eine Idee. Ist auch richtig der Weg, den ich jetzt nehme, oder? Ja. Müssten wir auch schon gleich hier irgendwo. Ja, hier müssten wir gleich ankommen. Da am Ausgang. Und ich hoffe wirklich, dass ich mit meiner Idee recht habe. Das würde ich so geil finden. Klar wäre das irgendwie auch hier das Level strecken. Sind wir hier schon richtig? Jein, nicht ganz. Da vorne sind wir richtig. Den machen wir jetzt erstmal kaputt. Wo ist der Troll? Komm, zeig dich. Wahrscheinlich hinter der Tür. Wir müssen hinter die Tür zum Wasser und dann runter. Komm her, Troll. Zeig dich. Nein, zu früh ins Wasser. Ich glaube, hier machen wir auch nochmal ein Safe Game für den Fall. Ich habe, was OBS angeht, immer noch Angst. Ist immer noch dieselbe Aufnahmesession. Und jetzt schauen wir mal. Genau, hier rein. So, ist das der? Das ist schon mal die falsche Tür. Aber ich glaube, dahinter ist. Hört sich für mich auf jeden Fall nach einem Eisengolem an. So, wo geht's hier zur Tür? Genau, geradeaus. Wer weiß, vielleicht ist das jetzt die richtige. Hier haben wir auch nochmal einen und der hat mich jetzt erschrocken. Ja, genau, hau auf mich drauf. Ganz schnell nochmal Heal True und Shielding.
So, komm. Geh kaputt. Komm schon. Geh einfach kaputt. Tu mir den Gefallen. Dankeschön. Und er hat nichts. Aber dahinter ist noch einer. Okay. Aber eine Tür haben wir, um die Theorie zu testen. Ist der weiteste Weg von allen. Das heißt, den ganzen Weg hier nochmal zurück und dann durch diese Tür. Das müssen wir testen, die Theorie. Ob ich recht habe oder nur am Schwurbeln bin. So, wo? Ach so. Ich steckte wegen dem hier fest. Ach nee. Alter, jetzt schon diseased? Ja, das wird noch lustig. Der hat mich aber auch ordentlich erwischt. Ich konnte mich auch gar nicht bewegen gerade. Okay, OBS läuft auch noch. Immer noch zumindest. Hier müssten wir diesen Gang, also hinter den Türen. Ja, wir sind schon diseased, das kann nicht noch schlimmer werden. Genau, hier ist Tür, hier ist ein Zombie. Und dann hier ist der Gang. Und nochmal schauen, genau, dann jetzt hier Richtung Osten und dann Süden und dann zum Wasser. Ja, genau, geht mir auf den Sack. Digga, ich habe die gerade kaputt gemacht. So, da haben wir das Wasser, dann können wir jetzt schwimmen gehen. Und ich hoffe, das funktioniert. Also die Tür muss das jetzt sein. Wenn der jetzt auch nicht funktioniert, dann muss es hier irgendwo noch eine Tür geben. So, wie weit muss ich noch schwimmen? Ah, wir sind schon gleich da. So. Nochmal kurz ein Safe-Game machen. Hier. Und dann testen wir das mal. You open door with an emerald key. Ich hab's doch gewusst. Okay, den jetzt erstmal kaputt machen. Ja, erstmal nochmal Heal True und Shielding. Komm schon. Okay. Aber der hat nichts. Jetzt nochmal Heal True und nochmal Shielding. Dann haben wir den jetzt kaputt gemacht. Und dann suchen wir mal, ob hier vielleicht noch ein Schlüssel ist. Okay, scheint doch größer zu sein. Okay, jetzt kommt. Die sind alle doch miteinander verbunden. Oh, nochmal Gold. Boah, hast du mich erschrocken, Digga. Alter. Scheiß Viech. Was ist denn das? You have found the legendary hammer of Garen. Once it is united with its mate, the anvil of Mithas, in the palace at Ebonheart, it will ring with the location of the secret entrance to Dagath Ur. Ja, okay. Ich bin enttäuscht.
Ich hatte mir etwas so Schönes zurechtgeredet. Und es ist nicht der Fall. Hier ist ja noch ein Eisengolem. Komm, aber du gibst mir jetzt zumindest den Dingens hier. Den Level Up. Okay, kein Level Up bisher. Ja. Okay, die sind miteinander verknüpft. Ist doch enttäuschend, sehr enttäuschend. Habe ich doch aus Versehen geschwurbelt hier. Ah, ich hab's mir aber trotzdem gewünscht. Ich hab's mir gewünscht. So, dann jetzt nochmal Stamina auffüllen. Und dann schwimmen wir los. So, genau. Wo müssen wir hin? Hier nach Norden, die Wand entlang. Norden, Westen, Norden. Ja, schön wäre es gewesen, wirklich. Nein, das wollte ich jetzt nicht anklicken. Über mir ist irgendwo ein Geist. An dem komme ich nicht mal vorbei. Immer diese Drecksgeister, wirklich. Muss ich jetzt einen Umweg nehmen? Muss ich jetzt hier rum? Wisst ihr, was wir machen? Wir machen jetzt eben kurz das. Fehler. Warum? Komm schon, Drecksgeist. Toll. Und ich komme jetzt am Geist nicht vorbei. So, dann schwimmen wir noch mal so. Oh. Komm, ich will an dir vorbei, ja? Kann ich so irgendwie dran vorbei? Auch nicht. Aber der zieht mir ordentlich Leben ab gerade. Was ist denn mit dem Geist? Ja. Ui. Sind sogar zwei. Warum sind das zwei hier? Das erklärt auch, warum ich nicht an beiden vorbeikam. So. Achso. Falsch abgebogen, aber immerhin 99 Gold. Und hier müssten... Boah. Der hat mich jetzt erschrocken. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Ach, ist hinter mir noch einer. So, dann. Wo ist der Ausgang? Hier. Es ruckelt gerade sehr. Ich weiß jetzt nicht, wie es für euch aussieht. Dann machen wir hier auch nochmal ein Safe Game auf die 4. Und natürlich. Shielding. Heal True. Resist Stock. Dann machen wir beide erstmal hier kaputt.
Und dann nochmal Heal True, Shielding und Invisible. Dürften die mich jetzt nicht mehr hören, die Medusen. So, wo müssen wir jetzt hin? Richtung Ausgang. Hier lang, Richtung Wasser. Und dann immer Richtung Norden. So. Irgendwer hat auf mich geschossen. Irgendwer hat mich sehen können. Einer der Geister bestimmt. So, dann jetzt noch fliegen. Und dann sind wir gleich mit dem Dungeon auch schon fertig. So, bis zur zweiten Brücke. Das schaffen wir wohl, ne? So, zu weit? Nein. Ah, komm. Genau, und das ist jetzt nur noch hier durchgehend nach Norden. Ja, ihr mich auch. Ich habe mit euch nichts zu tun. Ja. Schnell das und nochmal Shielding. Aber wir werden noch mehr von diesen Unsichtbarkeitstränken kaufen. Okay, die haben mich nicht gesehen. Und die auch nicht. Und wir haben es geschafft. Aber wir müssen noch mal kurz raus. Hier müssen wir noch mal ein Safe Game machen, weil wir sind diseased. Und jetzt. Jetzt gehen wir erstmal nach Mournhold. War doch genau Mournhold. Ja. Für den Fall, dass wir es nicht überleben sollten. Und wir haben es überlebt. Und es ist helllichter Tag. Ja, nice. Dann schnell einen Tempel suchen, heilen und dann schnell nach Ebenherz. So, wohin? Alter, sind wir aber gerade richtig schnell unterwegs. So, Tempel. Wir brauchen einen Tempel. Da haben wir einen Tempel. So, wo lang? Hier irgendwo. Ja, geil. Geil. So. Dann kann der mich jetzt eben schnell heilen. Cure, genau. Perfekt. Nice. So, dann können wir jetzt nach Ebenherz reisen. Die Quest abgeben. So, wo haben wir Ebenherz? Da war das. 5 Tage. Schaffen wir. Oh, geil, wie der Himmel da jetzt gelb aussieht. Es ist abends. Und der König müsste im Süden sein, war das, glaube ich, doch. Ja, ganz weit Süden. Aber ich würde sagen, zum König gehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.